Was geht ab, meine Z-Fighter? Osiris hier. Und heute schauen wir uns im Format Underrated, hatten wir bis jetzt nur eins, aber wir gucken uns unterschätzte Teams an, unterschätzte Leader. Und dazu gehört ganz klar Kid Buu. Kid Buu benutzt leider kaum jemand, obwohl Kid Buu wirklich eine Bestie ist. Mein Team bei Kid Buu sieht folgendermaßen aus. Wenn ich das ganz kurz erklären kann, dann mach ich das einfach mal ganz kurz und dann schauen wir uns das Team an, so wollte ich sagen. Also in dem Event. Kid Buu selbst ist der Extreme Int Leader. Er gibt Extreme Int Charakteren Key Plus 3 auf 400 Attribut 120% und Super Int Charakteren Key Plus 1 auf 400 Attribut 50%. Immense Damage hielt sich um 12%, wenn er eine Ulti macht. Er bekommt 100% auf seinen Angriff plus, Leute, weitere 70%, wenn seine HP 30% oder drüber sind. Also 170% Angriff. Das ist mehr als Super Saiyan 4 Goku. Problem bei ihm sind, er hat keinerlei Keyling Skills, sondern nur Angriff Link Skills. Aber in einer Rotation mit Buhan, der wird ja auch ganz klar hervorscheinen, 100% Buhan, teilen sich fast jeden Link Skill. Heißt, Buhan gibt ihm so einen guten Angriff Boost. Aber dementsprechend sieht das Team folgendermaßen aus. Ich habe noch Janemba mit reingepackt, einen Tank, aber ansonsten sind das nur Supporter. Ja. Tals Key Plus 3 gibt er unseren Alliierten. Metal Cooler Key Plus 2 Angriff 20%. Angriff 30% für jeden und Key Plus 2 für Extreme Types. Und ja, C13 ändert hier Tech Key in Rainbow Key, denn wir müssen für Key sorgen für Kid Buu. Aber das Team sieht dann, wie gesagt, so aus. Wir werden jetzt gleich sehen, dass man sie auf gar keinen Fall unterschätzen sollte. Ich nehme kurz einen Kid Buu. Ja, Gott sei Dank sind viele Kid Buus jetzt in der Friendlist wegen dem Extreme Z-Battle. Deswegen dachte ich mir, nutze ich das aus und es gibt mal das zweite Video zum Format Underrated. Alles klar, und wir sind im Dokkan-Event von Super Saiyan 3 Angel Goku. Das Team, wie gesagt, haben wir uns gerade angeschaut und wenn ich ehrlich bin, in dem Team dreht sich wirklich alles nur um Kid Buu und Buhan, aber diese beiden reichen total aus. Deswegen werde ich auf jeden Fall erstmal versuchen, Kid Buu, also mein Kid Buu und mein Buhan in eine Rotation zu bringen, beziehungsweise sind sie das schon nächste Runde? Yes, perfekt, perfekt. Und alle anderen Charaktere sorgen da in dem Sinne nur für Ki, aber ihr seht es schon. Kid Buu ist eigentlich eine Unit, der mit in die Rotation kommt und ihm 6 Key fehlen. Aber dadurch, dass wir nur Supporter außerhalb von ihm und Buhan nehmen, kommt er auf seine Key. Also das ist dann gar kein Problem an der Stelle. Gut, anyways. Unser Friend Kid Buu ist auf SA10. Ja, ohne Hilfe von Buhan, ohne ein Linkskill, der triggert, hat er schon 1 Million Damage Output. Fast, okay. Also in seinem Angriff schon 1 Million dran, aber wie gesagt, wir haben nicht Typenvorteil, das meinte ich ja mit dem Damage Output. Genau, jetzt muss ich kurz gucken, ob mein Mic mich hier ein bisschen schattiert. Ja, tut es. Ich stelle es mal so auf. Ich glaube, so ist es besser. Und falls ihr euch gemerkt habt, also einer hat es gemerkt, hat mich sehr gefreut in den Kommentaren. Ich habe mir die Softboxes schon geholt, deswegen ist die Beleuchtung jetzt ein bisschen besser, hoffentlich. Nur glaube ich, dass mein Mic mich ein bisschen verdunkelt auf der Seite. Wäre cool, wenn ihr da Feedback gibt oder ob das so passt, ob es euch gefällt. Ich finde es bis jetzt schon auf jeden Fall cool. Aber ich glaube, ja, das verdunkelt das auf jeden Fall. Ich muss ein bisschen ändern. Anyways, hier sehen wir schon, wir haben wieder Ki. Kid Buu kann ulten und mehr wollen wir auch nicht. Wir wollen immer erreichen, dass Kid Buu seine Ulti bekommt. Selbst mit Buhan in der Rotation. Buhan gibt ihm viele Link-Skills, aber kein Ki. Darf ich euch trotzdem was demonstrieren? Und zwar, Kid Buu hat jetzt 335.000 Angriff ohne Buhan. 200.000. Buhan gibt ihn ganze, durch die ganzen Link-Skills. Was triggert der? Margin, Big Bad Boss, Wall Standing Tower, Fierce Battle, etc. 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 gibt er ihm 130.000, also weiteren Boost. Natürlich ist prozentual mehr. Was heißt mehr, sondern prozentual. Prozentual. Sieht das ein bisschen anders aus, nur wollte ich den Unterschied jetzt zeigen mit dem konstanten Boost. Kid Buu kommt mit 1,6 Millionen schon mal rein. Please. Jungs und Girls, wenn ihr ein Kid Buu habt, dann nutzt ihn. Natürlich müsst ihr da auf den Friend achten. Momentan sind viele Friend-Kid Buus online oder ihr nehmt ihn in euer Resurrected Warrior Team. Da ist er viel, viel besser. Was heißt viel, viel besser? Sondern er bekommt mehr Angriff und Verteidigungsboost durch den Link-Skill HP auch von Angel Go und Freezer. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. So. Hier seht ihr schon. Uns fehlt hier ein Key, beziehungsweise ja, wegen den, was heißt ein Key, wir haben hier, uns fehlen 4 Key bis zur Ulti,
wir haben zwei weitere hier bekommen, dank Metalcooler, aber von Janemba nichts. Und dann merkt ihr schon, dann müsst ihr das Feld ein bisschen hin und her switchen, weil das ist Kid Buus einzige Schwäche, ist, dass er über seine Linkskills kein Ki bekommt. Dafür müssen wir dann sorgen. Deswegen habe ich drei Supporter im Team, drei ganze Supporter außerhalb von Kid Buu und Buhan und Janemba als ein Tank quasi. Es dreht sich wirklich alles nur um Kid Buu und Buhan im Extreme In Team. Aber wenn die beiden zu ihrem Angriff kommen, dann sehen wir, sie machen verdammt nochmal Schaden. Verdammt nochmal viel Schaden. Also Kid Buu sollte man auf gar keinen Fall unterschätzen. Extreme Int Units. Leider werden die Extreme Units oft unterschätzt, beziehungsweise man pullt für sie nicht, weil man die Heroes cooler mag, etc. Verstehe ich, kein Problem. Will da auch niemand persönlich nahestehen oder ihn angreifen. Worauf ich hinaus will, ist, wenn ihr die Units habt, nutzt sie. Wenn ihr sie natürlich nutzen könnt, das ist das andere. Wir haben mal Kid Buu gesehen in Action. 2 Millionen Crit. Jetzt wollen wir mal Buhan sehen, was er drauf hat. Buhan, diejenigen, die es nicht wissen. Seine Passive ist. So, für jeden Key, den er einsammelt, bekommt er 12% Angriff und Hits um 3000 HP. In dem Team ist auch das Geile, da ist Metamorphosis vertreten. Kid Buu hielt sich durch die Ulti, Buhan hielt sich. Und wir sehen, wir haben bis jetzt immer noch Full Life. Wir haben 280.000 Leben im Team. Wir bekommen eine Ulti von Goku. Wir haben Typenvorteil. Ah, please, Goku. Muss ein bisschen was anderes auspacken. Aber Buhan! 1 Million war sein Output, die Schaden macht mit Typenvorteil. 1,3 Millionen. Ich sag's euch, die beiden klären alles. Die beiden klären alles. Kid Buu und Buhan. So, die Sache ist jetzt hier folgende. Das ist der Friend Kid Buu. Ich weiß nicht, ob er Crits hat, weil er jetzt Nachteil. Ja, er hat keine Crits, okay. Hat gerne jemand zur Sicherheit einen Icros aktivieren. Wir hoffen dann auf mein Kid Buu und mein Buhan, die dann hier das Ganze auseinandernehmen werden, hoffentlich. Und ansonsten machen wir das Ganze mal so. Let's go. So. Kid Buu soll dennoch ulten, schadet nicht. Alle anderen Orbs würde ich sagen, behalten wir für mein Kid Buu und Buhan. Machen wir es mal so, let's go. Wenn euch das ganze Video bis jetzt schon gefallen hat, Leute, lasst auf jeden Fall ein Like da. Wenn ihr neu hier seid, lasst auf jeden Fall auch ein Abo da, damit ihr in Zukunft nichts verpasst. Und ich denke, Kid Buu hat bis jetzt auf jeden Fall schon mal sehr viel gezeigt. Wir werden noch viel sehen auf jeden Fall. Mit dem Typen Nachteil nur 300.000, das ist nicht verwunderlich, ist normal. Aber Leute, ihr müsst mal euch vorstellen, was für ein Output an Damage Kid Buu zur Verfügung steht. Durch seine Passive 170%, durch die Linkskill mit Buhan, kommt da noch so viel. Ja, mal ganz kurz im Detail anschauen, wie viel denn das wirklich ist. Let's go, gucken wir uns das ganz kurz an, bevor wir angreifen. Okay, und hier kann es vielleicht ein bisschen böse enden, aber lalala, Kid Buu. Und zwar Margin, 10% Angriff und Verteidigung. Brutal Beatdown hat Buhan, glaube ich, nicht. Nope. Während 10% hat aber nicht Modern mit CI, 300, okay. Big Bad Bosses, 25% auf Angriff und Verteidigung. Regeneration is Wall Standing Tall, 15%. Ja, und viel Spell, weitere 15%. Ihr seht es. Es sind halt keine Boosts, die nur, sage ich mal, so... Buhan soll sein... Ah ne, Kid Buu ist erstmal da. So, Buhan soll seine Key bekommen. Es ist halt nicht nur so, dass es so ein Boost ist von konstanten Wert von, keine Ahnung, 200, 300 oder so, war zwar eins dabei, aber nicht überwiegend. Wir haben Icros aktiviert, jetzt haben wir. Brauchen halt einen Crit, ansonsten wäre hier Feierabend. Es sind mindestens 10% auf Angriff und Verteidigung. Darüber hinaus ist noch viel, viel mehr. Big Bad Boss 25%, Fierce Battle 15%, War Standing Tall 15%, leider kein Crit Edition Attack. Nein, leider. Ihr seht es, Leute, ihr seht es. Angriff Boost ist immens bei Kid Buu und Buhan. Nur fehlen die Key, aber bis jetzt haben wir Gott sei Dank in dem Setup keine Probleme mit dem Key. Additional Ulti, let's go! Mein Kid Buu ist bei 99%, ich habe ihn noch nicht auf 100% gebracht, das soll ich in einem Showcase dann machen, separat. Buhan kommt dann natürlich auch noch. Aber ich bin auf ihn auf 15 Additional Attack gegangen, Level 6 Crit, bei Buhan genau andersrum, Level 15 Crit, Level 6 Additional Attack. Warum habe ich das gemacht? Persönliche Meinung. Ich finde Kid Buu ist so ein Charakter. Der ist so verspielt, der greift öfters an, nicht nur einmal, deswegen habe ich dem 15 Additional Attack gegeben, damit er öfters angreift, seinem Typus entsprechend, und Buhan ist für mich mehr so einer, der war aggressiv und hat
einfach draufgehauen mit einer Ulti, wenn ich das so sagen darf, und gut ist. Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Aber anders geht es natürlich auch. Also da seid ihr auf euch selbst überlassen, wie ihr das macht. Anyways, ich hoffe mal, dieser Kid Blue kann ich rausnehmen. Wird schwer. Ihr seht ja ganz klar, Typennachteil braucht man auf jeden Fall Crits. Aber das ist nichts Neues, das wissen wir. Das wissen wir. Let's go, Kid Buu. Friend Kid Buu. Zeig uns was. Ja, ich glaube, mein Mic tut. Ja, das tut das echt ein bisschen schattieren. Ich muss doch mein Mic ein bisschen anders umstellen. Aber egal, darum kümmere ich mich. Was immer. I've got you. I've got you, my sights. An alle Overwatch-Spieler. So, und jetzt wird die totale Fiesta sein. Jetzt wird die totale Fiesta sein. Problem ist hier, wir haben hier leider. Wer hat mehr Def? Buhan, okay. Hab ich das gerade richtig gesehen? Oder wird der Osaru hier alt? Ne, Buhan. Ich hab's falsch gesehen. Osaru wird alt. Confirmed. Tududu. Osaru wird alt. GG. Egal. Machen wir's mal so, let's go. Jetzt bin ich gespannt, was die Jungs drauf haben. Buhan haben wir noch keinen Crit gesehen. Denen, die es nicht wissen, wenn ihr Buhan auf SC10 bringt, gibt es eine 30%ige Chance, dass er eine andere Ulti macht, dass er eine normale Ulti Wise schaut. Die andere wäre Kamehameha. Ah, leider kein Crit oder Edge Attack. Von ihr haben wir leider noch nichts gesehen. In der Hinsicht. Die andere wäre Kamikaze Kamehameha. Ich finde die Ulti ganz cool. Aber jetzt Kid Buu. Wenn ihr Edge Attack auspackt, bin ich sicher, oder ein Crit. Könnte es sogar ein One-Shot sein. Vielleicht, eventuell. Ja, bitte, nein. Was sagt ihr? Was sagt Kid Buu? Okay. Ja, und jetzt ist halt GG. Also Leute, ihr seht jetzt Underrated Extreme Int Einheiten, Extreme Int Team mit Kid Buu als Leader. Wenn ihr die Unit habt, wenn ihr ein Team habt, dann baut es auf jeden Fall. Nutzt das, wenn jemand. Ihr müsst natürlich in der Friendlist einen Kid Buu finden, ich weiß. Aber wenn es mal auftaucht, zum Beispiel wie jetzt beim Extreme Sea Battle, nehmt das mal mit, probiert es aus. Macht echt Spaß. Ihr habt gesehen, was für ein Schaden die beiden Jungs raushauen. Ich hoffe, das Ganze hat euch, wie gesagt, gefallen. Unser Friend Kid Buu wird das hier noch beenden. Mit seiner Lache. Aber, underrated Format. Ist zwar das erste zweite Video. Ich weiß, ich hau die so mehr spontan raus. Ja, außer du spontan GG. Aber wenn euch das gefallen hat, gibt auf jeden Fall Feedback da, wenn ihr das sehen wollt. Das erste Video war zu Extreme Physisch Einheiten und das war halt wirklich eine Granate, weil wir haben overall das ganze Team war aus wirklich individuell sehr guten Charakteren und zwei guten oder drei guten Rotationen mit den zwei Shenlongs und den Freezone Cooler. Beim Extreme ist es ein bisschen anders. Da zählt wirklich nur Kid Buu und Buhan. Aber hey, sie hauen auf jeden Fall rein, die Jungs. Wie gesagt, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da. GG, ciao.